Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Seid gegrüßt und zwar sieht so aus. Jetzt brauche ich ein kleines Dach und 6 Kupfer, damit ich die Schmiede benutzen kann. Sonst kann ich hier nicht weiterbauen. Ich muss eine bessere Verteidigung machen. Ich habe mir gedacht, ich mache mir die Pfähle vor die Hütte als Notlösung hier außen herum. Und dann müssen wir viel, 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 viel mehr Steine besorgen. Die reichen bei weitem nicht. Okay, lasst uns mal loslegen. Unser Grill braucht ein Dach. So, nun zum Dach. Provisorisch? Oh nee, provisorisch hält immer so lange. Sieht auch nicht gut aus. Wir machen es einfach hübsch, oder? Mal gucken, wie es wird. So, weiter kann's gehen. Lasst uns mal ein kleines Dach machen. Sonst habe ich ständig Probleme, dass mir mein Feuer nicht brennt. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ja, so sieht schon besser aus. Dann... Nein, das brauche ich nicht. Wie wäre das? Moment, ich bin gleich soweit. Ja, so geht das besser. Es geht nicht. Das geht nicht. Scheibenkleister. Und du musst jetzt hier hinlegen. Alles klar. Dann muss ich mal ein bisschen Sport treiben. Dann vielleicht. Na. Lasst uns das mal versuchen. Herholen. Ein Dach. Ach was, ein Dach. Der? Yep, muss her. So. Dann ein schönes Teerdach. Moment, Moment. Ich möchte das in hübsch und nicht so hässlich. Okay. Ja. Dann so. Dann. Halt, wohin rennst denn du? Mann, bleib da. Okay. Ich hoffe, es stimmt. Das war ein Blindflug. Egal, meistens sind es die besten Dinge. Jawohl. Möchte es nicht? Doch, es möchte. Jawohl. Das wird toll. Das ist gut. Lasst uns mal gucken. Von vorne, von hinten, von oben, von unten. Ja, okay, ich möchte jetzt nichts sagen wegen dem Kreuz. Ja, gefällt mir nicht. Nein, gefällt mir nicht. Das muss anders gelöst werden. So, jetzt stimmt's. Jetzt ist korrekt. Dann kann man das rausmachen. Ja. Nicht runterfallen. Ja. Nicht raus halt. Ja, perfekt, oder? Das sieht doch gut aus. Jetzt noch die hintere Seite und dann tippitoppi. War voll geplant. Überträgt sich das? Ja, tatsächlich. Es überträgt. Gibt es da ein Kreuz? Nein, es gibt kein Kreuz. Okay, dann wäre das auch geklärt. Hallo? What? Okay. Ja, ohne Holz geht halt nichts, ne? Dann sollte ich essen.
Jawohl, das ist Grundvoraussetzung hier. Nicht vergessen, essen. So. Das macht schon mal hübscher. Aber an der Seite sollte ich das so lassen? Keine Ahnung. Lasst uns mal gucken, wie das ausschaut. So, jetzt. Wow, das ist halt schon riesig, ja? Was steht hier? Mein Brotbackofen. Jupp, der will auch geschützt sein. Lass uns mal einfach machen und dann können wir es immer noch korrigieren. So, da ist richtig. Jawohl. Ja, das ist ja eine Geburt, oder? Wieder mal. Boah. Ich dachte schon, ich krieg's nicht mehr gemacht. Komm jetzt. Das gibt's doch nicht, oder? Ja, endlich. Meine Herren. Das ist ja schlimmer als eine Geburt. So, und unten jetzt den Querbalken reinzimmern. Jetzt komm. Ah. Wird das jetzt was da? Jawohl, es wird aber... Weiß nicht, ob ich es lassen soll. Ich lasse es einfach mal. Keine Ahnung. Ist auch eine Ahnung. So. Edik. Wird sagen, das sieht doch hübsch aus. Ohne Licht sehen wir nichts. Jetzt zurück zum Anliegen. Die Grillstation hat endlich ein Dach. Das ist mal sehr gut. Ja, das sieht gar nicht so übel aus. Wenn wir noch ein Licht dranhängen, wird es noch besser. Aber wir brauchen erstmal die Schmiede und zwar überdacht. Lasst uns mal nach Hause gehen, pofen eine Runde und dann kommen wir zurück. Mit Verstärkung. Selbstverständlich halten. Ja, ist schon zu spät. Reparieren, schlafen, rübergehen. Einfach. Einfach. Ah, alles clean. Okay. So, gleich rüber. Nicht lang schnacken. Ja, muss ohne gehen. Habe ich noch hier? Kohle kann ich doch hier machen, Mann. Stell doch mal einen Ofen hin. Einen Köhlerofen. Da ist er doch. Und die 20 Steine? Die habe ich in die Mauer gemacht. das Kupfer ist fertig. Los, Dach. Ich brauche ein Dach. Ich brauche 20 Steine. Ich habe keine Steine mehr. Oh, oder? Da habe ich keine Steine mehr. Dann mach mal das Dach. Ja, Dach. Ich würde das gerne von hier so weiter, dass ich auf dem schön laufen kann. Oh, ich habe kein Teer mehr. What? Okay. Jetzt ist wieder da. Jawohl. Sehr schön. Die Sonne geht auf. Das ist immer wieder sehr schön hier. Und dann, wenn wir die Schmiede platzieren können, überdacht, gehen wir rüber ins Portal, das angrenzt an die Nebellande. Und gucken, ob wir Materialien dort besorgen können. Ich habe einen kleinen Steg angefangen. Und möchte mal gucken, ob ich weiter reinkomme ins Nebelland, ohne dass ich gleich
Sterbe. Ja, Grundvoraussetzung. Überleben. Geht das? Auf die Kiste. Sehr gut. Gefällt mir. Wie groß ist das? Passt doch hier rein, oder? Kann ich das mittig machen? Naja, ich brauche Eisen, ich weiß. Das habe ich nicht. Aber ich sollte mich schützen, wenn die durchbrechen, dass die nicht reinkommen. Dann muss ich halt mit das anders. Dann muss ich mit normaler Tür schützen. So, noch eins. Lass uns noch eins dran machen. Ja, komm schon. Jawohl. Oh. Möchte ich das? Wirklich? Sieht das gut aus? Naja, funktionell. Nicht schön, funktionell, Junge. Ich fang schon wieder an. Mal nur. Schön sein können wir später. So, da ich Steine brauche ohne Ende, bleibt mir das nicht erspart, einfach jetzt mal so reinzuzimmern. Geh hoch. Wenn die Steine da sind, können wir es verhübschen. Weißt du doch. Vergisst er immer wieder. Ja, so ist er. Ja, so habe ich mir das vorgestellt in etwa, dass ich hier laufen kann. Das ist gut. Wie schaut es von vorne aus? Ja, bist denn, oder? Ah, das ist doch cool. Das sieht doch gut aus. Ja, genau. Jawohl, perfekt. Jonathan gefällt's auch. Das sieht sehr gut aus. So in etwa habe ich es mir dann vorgestellt. Aber steht ja noch nicht, die Steine fehlen. So, erst muss ich aber noch, das habe ich ganz vergessen, dich hinstellen. Und zwar, ups, mache ich dich erstmal essen. Mir geht's schon wieder Richtung Nullpunkt. Da ist die Schmiede. Viermal Kohle, viermal Stein. Stein? Oh. Viermal, das habe ich gerade noch. Hä? Einmal Schmiedzen, Schmiedi, Schmidt. Die würde ich auch gerade hier hinmachen, oder? Wie schaut das aus? Ja, lasst uns das hier hinmachen. Jawohl, sehr gut. Aufräumen können wir später. Was kann ich noch machen? Okay, Fischhaken. Ah, das könnte ich mir halt auch reinpfeifen, ne? Das sind 70 Gesundheit. Jawohl. Ein Brot, ein Lachsfleischpastete und ein Fischhaken. Und dann sind wir richtig gerüstet für die Nebenlande mal reinluschern, oder? Das wär's. Komm, lasst uns noch ein bisschen Fisch holen zu Hause und dann gucken wir, was uns das Nebellande bieten kann. Erst mache ich noch den. Nein, ich habe ja gar keine Steine. Ich kann gar keinen Ofen machen. Wie doof. Echt. 20 Steine. Doch, ich habe doch zu Hause Steine. Lasst uns kurz nach Hause. 20 Steine werde ich doch noch auf. Oh, joi, 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 das ist doch nicht.
Ich habe keine Steine mehr. Ihr seht, ich muss Steine besorgen. Mir sind die Steine ausgegangen. Kohle muss ich auch mitnehmen, aber Steine hätte ich jetzt... Jetzt komm schon! Ich glaub's jetzt nicht. Ich habe keine Steine. Wie wär's? Wer will von euch sterben? Ich habe noch vier drüben, oder? Lasst uns mal gucken. Hier. Oh, jetzt aber gezuppelt, du. Jo. Dann lasst uns halt mit 16 Steine zurückgehen. Wow. Achso, Fische. Fisch. Was habe ich denn viel? Ah, nehmen wir diesen, oder? Ah, da habe ich doch schon Fisch haben. Ja gut. Egal, das nehme ich jetzt so, wie es ist. Zurück zu unserem Anliegen. Köhlerofen. Ach, ja, wir haben doch alles da. Ist doch kein Problem. Ist nicht wie bei arme Leute. Ist ja nicht wie, wenn wir nichts haben. Das kann ja nicht sein. Seht ihr? Geht doch, oder? Perfekt. Und ein Kohle. Rein mit. Cool. Okay, Kohle ist da. Jetzt mache ich dich mal da rein. Die 7 mache ich da rein. Und hey, ich habe 3 Steine übrig. Ich bin steinreich. Ich bin steinreich. Ich habe 3 Steine. Klasse. Und jetzt zum Anlegen. Fischhappen. Ja. Okay, dann lasst uns mal ein paar Häppchen machen. 10 Stück an der Zahl. Jawohl, das habe ich ein bisschen viel gezuppelt. Das macht ja mir die Tasche voll. Dann dich mal nehmen. Nochmal 4 Brote. Die mache ich gleich in meinen schönen Backofen. Steinofen, wie geil! Ich freue mich so riesig, das macht so Spaß. Und jetzt zum Fisch. Wie sieht's aus? Fisch haben? Ich brauche gekochter Fisch. Meh. Also, ich gehe kurz rüber, ich komme gleich wieder und dann gibt's gekochten Fisch, wenn das Brot fertig ist. Vorher kann ich nicht gehen, aber ich warte gerne. Ich warte wirklich gerne auf dich. So, lasst uns mal rausschmeißen. Das sieht doch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Okay, 7 Brote. Lasst uns kurz rübergehen, den Fisch pögeln. Und wie er leuchtet. Was brauche ich überhaupt für diese Station an Material? Eisen, die habe ich doch drüben, oder? Das habe ich doch über. Mal gucken. So, ist ja gleich geschehen. Dann können wir auch drüben eine Kochstation machen, oder? Komm. Wir haben keine Zeit. Merci. So, dann zurück. Hopp, hopp. Und jetzt zu unserem Fischhappen. Sehr gut. Da ist er doch. Fischhappen. Fischhappen. So. Jawohl. Wer will ihn nicht? Jeder mag ihn. Den Fisch im Dönerbrot. Im Fladenbrot. Oh, das gibt ja noch 5. Ich brauche jeweils 2 Fische. Okay, okay. Ich habe es kapiert. Ich muss angeln gehen. Oh, das gibt Angelfieber. Jetzt haben wir unser gutes Essen. Ihr seht, ich nehme es jetzt mal noch nicht. Du stehst mir im Weg. Dann würde ich dich mal, kann ich ja hier hin machen, ne? Meinen Pizzaofen, weil der steht ja hier gerade angrenzend. Oder ich lasse ihn hier. Man, das sieht ja auch nicht so schlimm aus, oder?
Kann ich da was... Achso, ich habe gar keine Steine mehr. Ja, ich kann es gar nicht verhübschen. Ich habe keine Steine. Aber die Truhe muss weg hier. Die hat hier nichts verloren. Junge, 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 Junge. Kein Holz, keine Kohle, keine Steine. Überall mangelt's. Komm, hier oben kannst du auch langsam... Jetzt hast du die falsche weggemacht. Egal. Langsam mal aufcleanen. So, eine Truhe. So, oder zwei. Ach nein, warum machst du das? Ja, aber dann habe ich halt besseres Maß. Siehste. So, jetzt. Jetzt hat le. Okay. Jetzt sieht schon besser aus. Hab ich. Nein, Kernholz, komm. Gib mir Kernholz. Ach, geh doch gleich hier hin. Was machst denn du so lange? So. Ja, jetzt stimmt's. Und den Querbalken reinzimmern. Yep. Perfekt. Das schaut's doch schon gut aus, oder? Was sagt ihr? Oh, nee. Immer wenn ich was angucken möchte, ist schlechtes Wetter. Meine Herren. Kennt ihr die Western-Kulissen? An das hat es mich jetzt gerade erinnert. So eine Kulisse. Ein halbfertiges Haus oder nur so eine Frontseite. So sieht sie aus, oder? Okay, lasst uns zum Ofen gehen. Erstmal noch den Ofen füllen. Boah. War ja auch schon kriminell hier. Dann lasst uns mal rüber gehen. So. Dann... habe ich alles und ein bisschen mehr gleich. Das heißt, wir können uns, ja, Brote sind keine Probleme. Ja, zurück zur eisernen Kochstation. Drei Eisen und drei Ketten. Da habe ich Ketten. Drei und Eisen habe ich auch. Ja. Solange wir es nicht für was anderes brauchen, können wir uns doch das machen, oder? Aber jetzt ist das... wird's eng. Oh, oh. Das ist eng, weil hier die Sachen hängen. Ja. Darum. Dann musst du weichen. Komm her. Muss ich kurz ins Feuer. So. Aber kann ich das... Ja, ich kann es verwenden. Und jetzt muss ich halt dich wieder aufhängen. Okay. Der Kessel muss weg. Jetzt habe ich keinen Platz. Das ist das Problem. Okay. Feuer. Kessel. Gewürzregal. Komm schon. Das muss jetzt sitzen. Macht nicht schwach, echt. Guck doch, das geht doch. Das sieht doch gut aus, oder? Wieso geht das nicht? Wieso mag das nicht? Da. Da war's doch. Aber dann komme ich nicht nirgends ran. Doch. Oh, aber das ist ja ein Double, oder? Das geht doch nicht. Moment, das muss besser gehen. Ja. Und zwar so. Yes. So geht's. Perfekt. Ah, fast perfekt. Endlich haben wir alles zusammen. Okay. Es geht. Boah. Mir schmilzen die Töpfe. Das Gewürzregal verbrennt. Aber das Kamin funktioniert. Das ist doch was. Endlich. Ja.
Ja, hab dich. Sehr gut. So, das war auch eine kleine Geburt. Krieg ich dich? Nein. Ei. Jetzt. Kriegt das Holz nicht. Das Holz möchte nicht kommen. Dann muss ich Gewalt anwenden. Nein, ich möchte nicht reinfallen. So, auf Durchzug. Das sieht auch gut aus. Oh, lasst uns das versuchen. Das sieht nicht schlecht aus. Ganz offen. Hoffentlich geht's mit dem Regen. Dann würde ich so offen lassen. Okay. Das sieht schon mal ganz interessant aus. So weit hätten wir es. So weit, so gut. Das heißt, wir müssen Eisen besorgen. Oder herbringen. Der Sumpf hat uns wieder. Er sieht uns wieder. Ich mag das, wenn es nass ist. Sieht echt hübsch aus. Das ist auch gelungen. Gefällt mir auch. Okay. Wir brauchen Steine. Es geht nicht ohne. Der Boden erzittert. Jawohl, wir kriegen zu tun. Das heißt, ich muss raus. Weil die mir meine Hütte kaputt machen. Und mich auch. Aber ich krieg dich noch einmal und dann bist du tot. Aber jetzt muss ich raus, weil das hätte keinen Sinn. Wie machen wir alles kaputt? Okay, mit diesen Pfeilen bin ich halt schon besser bedient. Sehr gut. Wo ist der nächste? Aha, da kommt er. Gleich mal eine reinzimmern. Die zweite. Er taumelt. Die dritte. Und die vierte kommt auch. Die reicht nicht. Gut, dann gute Nacht. Schlaf gut. Ruh dich aus. Schlaf gut. Immer noch. Er zittert immer noch. Wo ist der nächste? Die Erschütterungen werden weniger. Okay. Ich habe noch einen. Hallo, Kollege. Lass das. Er macht mir alles kaputt. Ich muss schneller sein. Jau, ich hab dich. Oh. Okay, auch das wäre erledigt. Ihr seht, wir kriegen Material geliefert. Frei Haus. Das ist gut. Jetzt aber zurück in die Koje. Mal gucken, was es gebracht hat. Ich mache noch die Palisade fertig. Das ist halt schon praktisch eine doppelte Schutzwall. Ein doppelter Schutzwall. So, reparieren. Das hält sie schon ein bisschen ab. Alles, was abhält, ist gut. Wie schaut das aus? So sieht's aus. Das meiste hätten wir in der Verteidigung. Halt vorübergehend. Jawohl. Nicht schön, aber es hält sie ein bisschen auf. Und das ist der Zweck. Oh, Holz fehlt. Holz, Holz. Oh, halt, dich muss ich auch mal reparieren. Hallo, du Schöne. Du leuchtest immer so schön. So, endlich habe ich ein bisschen für Abwehr gesorgt. Die Balkspitzen sind gemacht.
Ich bin aber nicht zum Holz und Steine besorgen kommen. Das machen wir dann nächstes Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr schaut wieder rein, wenn es heißt, was macht er denn jetzt schon wieder? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.